Du fragst dich, wo du deine Laptops, deine Wertgegenstände im Auto sicher verstauen kannst, während du nicht am Auto bist. Du hast von den AirTags gehört von Apple, die man so ein bisschen als GPS-Tracker-Ersatz nutzen kann und möchtest wissen, wo du sie geschickterweise am Fahrzeug befestigen kannst. Und du hast auch von diesen Fenstersicherungen gehört, die es unmöglich machen oder fast unmöglich machen, ein Fenster zu knacken. Ich habe da ein paar Tipps für dich. Bleib dran. Bonjour de la France, bonjour de Paris. Ich bin Frank und wir sind gerade im Urlaub und habe endlich mal die Gelegenheit, an ein oder zwei Tagen ein paar liegen gebliebene Projekte zu bearbeiten. Und ich stelle euch im Video ein paar Kleinigkeiten vor. Ich hatte in einem Video, das seht ihr, glaube ich, hier oben verlinkt, schon mal erzählt, dass ich einen Tresor in der Beifahrertür verbaut habe. Der ist relativ klein, ich habe einen größeren. Ich zeige euch, wie der ankam, wie ich den verbaut habe, was da reinpasst und die Maße und so weiter. Dann habe ich ein Update für euch für die Wohnmobil-Fenstersicherungen, bei denen die Klemmschrauben nicht ganz so meinen Vorstellungen entsprachen. Und zu guter Letzt möchte ich euch vorstellen, eine ganz geschickte AirTag-Halterung, nicht nur für Wohnmobile, nein, vielleicht auch für Fahrräder, für Lastenräder, für Snowboards, für Skier, für alles, was verlustig gehen könnte, was vielleicht ein bisschen spritzwassergeschützt sein sollte, was nicht unbedingt auffällig ist. Ich habe da eine interessante Entdeckung gemacht und zeige sie euch im Video. Und wie gewohnt habe ich bei längeren Videos wieder Sprungmarken erstellt. Das heißt, ihr schaut unten in die Videobeschreibung und schaut euch an, welches Thema euch interessiert und könnt direkt dorthin springen. Wir fangen mal an mit dem Tresor. Den alten Safe habe ich im Bösner-Shop gekauft. Allerdings war er dann darauf die Dauer zu klein. Und der Hersteller dieses Safes, nämlich Mobil Safe, hat mir im Austausch und gegen die Produktion dieses Videos einen größeren Safe angeboten. Und den sehen wir jetzt hier in diesem riesen Paket, das ankam, war reichlich schwer. Und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Mitgeliefert werden zwei Schlüssel. Ein Spezial-Torx, den ich jetzt hier nicht zeige, weil man sich sonst darauf einstellen könnte. Eine Abdeckung, ja, und dann Befestigungsschrauben und natürlich eine Schlüsselkarte, falls man das mal verlieren sollte. So, what's inside? Hier der zweite Teil. Hier kommt das drum. Also das ist mega. Da kannst du ja schon fast den Enkel übernachten lassen. Gut, also das passt ungefähr ein 15er oder vielleicht sogar ein 16er Laptop rein. Das werden wir dann hinterher probieren. Ich habe ein MacBook, das werden wir dann mal da rein versenken, beziehungsweise zwei. Ja, und hier die Aussparung ist dann wohl für die Getränkeausbuchtung. Das heißt, der Getränkehalter geht verloren. Wenn ich das Ding an die Beifahrerseite dübel, dann kann ich nur noch die Getränke während der Fahrt sichern, dass keiner mehr drankommt. Also, das fällt weg, das muss man in Kauf nehmen, aber ich glaube, im Auto ist da genug Ablagemöglichkeit. Dann haben wir hier ein Loch, dann haben wir hier unten, das Ding ist echt schwer. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Da müssen wir mal gucken, wo die hinpassen. Und hier noch für die Innenseite. Und in der Anleitung steht, für die äußere Verschraubung, also für das Loch, was von außen zugänglich ist, dieses hier, da soll der Torx rein. Gut, gucken wir es uns mal an. Als allererstes muss ich mal den alten Safe rausnehmen und zeige euch auch dann den Größenvergleich. So, wie erwähnt, als allererstes hier Spezialbit und hier einmal lösen. Prall. Hallo. So, jetzt seht ihr hier mal den Vergleich, wie groß bzw. wie klein der originale Türsafe von Bürstner ist. Ist ja in Ordnung, wenn man hier ja, Geldbeutel oder vielleicht irgendwelche kleinen Werkgegenstände reinpacken will, ist das durchaus in Ordnung, aber kein Vergleich mit dem anderen. Den halten wir mal direkt nebeneinander. So, das hier ist der alte. Und mit einer Hand wird es schwierig, das ist der neue. Also schon ordentlich Volumen, was wir da sichern können. Nicht schlecht. So, irgendwas ist ja immer. Ich habe mal zur Probe den Safe angehalten. Und ich hatte vorher gesagt, wir müssen ja noch diese Lasche von meiner Sicherheitskette, was das ist, verlinke ich im Video. Und ich musste diese Lasche entfernen, denn die wird ja nicht mehr gehalten. Und wenn ich die jetzt hier hinhalte,
stelle ich fest, dass der neue Safe einen etwas anderen Lochabstand hat. Hier durch dieses Loch muss die Lasche für die Kette greifen und ihr seht, das ist nicht mehr ausreichend. Ja, man kann das hier sehen, wenn ich das hier anhalte, aber wenn ich die Löcher übereinander lege, nach oben hin noch zu viel Platz. Also natürlich muss ja die Lasche anders sein. Es müsste ungefähr so aussehen am Ende, dass ich hier oben die Kette einhängen kann mit dem Karabiner und die Löcher passen nicht mehr übereinander. Es lässt sich nicht irgendwie hindrehen, sonst was. Wenn ich die Lasche nach außen drehe, dann stößt das an den Türrahmen. Das bringt also nichts. Ich werde also zum Spengler meines Vertrauens gehen, ihn bitten, sowas nachzubauen. Und mit einem Lochabstand von, das sind hier 10 cm, das sind von hier nach hier 10 cm. Und dann mache ich die eine Schraube auf, schiebe die Lasche da rein und dann kann ich die Tür noch wieder sichern. Denn das möchte ich nicht aufgeben. Also für den Einbau empfiehlt es sich, mit dem linken äußeren Loch anzufangen. Das ist das einzige, was außen ist. Diese großen Löcher, die man hier sieht auf der Seite, die passen genau in diese Führungsbuchsen, wo vorher die Plastikabdeckung ihren Halt gefunden hat. Also ich setze das hier mal an. Das sitzt recht passgenau und das Ding ist echt schwer. Dann schraubt man mal hier den Spezialbit rein. Braucht nicht weit rein, muss nur halten. Dann haben wir noch eine dieser Muttern, dieser Schrauben, dieser, wie nennen die sich genau? Ach, was weiß ich. So, und jetzt geht die Fummelei ein bisschen los. Sechskant-Schraube, oder? So müsste es sein. Oh, ich muss aufstehen. Das hat sonst keinen Wert. Schauen, dass das auch ein bisschen in Position kommt. Gucken, dass die greift. Das ist schon ein bisschen Gefummel, aber hält erst einmal. Und jetzt machen wir mit den unteren beiden weiter. Wo sind denn die Löcher? Einmal hier außen. Ah, das ist unter der Getränkehalterung. Also da, wo man die Flasche auf abstellt. Das wird jetzt mit meinen Wurstfingern sportlich. Und dann die letzte. Zwei Löcher weiter. Packt auch sofort. Also von der Präzision her, Lob an MobilSafe. Echt gut. Dann holen wir uns mal einen Ringschlüssel und schrauben die Dinger fest. Wer vorher vergessen hat auszuprobieren, ist es ein 10er Ring. Also 10er Maul, 10er Ring. Also es empfiehlt sich, unter der Getränkehalterung die Schraube als letztes zu machen, weil die anderen ziehen den Safe so weit ran, dass man die von Hand schon ein bisschen festschrauben kann. So, fertig montiert. Dann schauen wir mal, wenn wir den Deckel drauf tun und wir die Tür schließen, ob es klappert, ob es rappelt. Ein schöner Lärm hier. Gut, das Teil ist jetzt fertig montiert. Da ist der Deckel, recht massiv alles. Hier unten sind zwei Winkelprofile. Die hängt man hier ein, schließt das Ding zu und fertig. Und ich hatte beim ersten Safe von Bürstner aus dem Bürstner Shop das Problem, das hat ein bisschen geklappert. Wollen wir mal schauen, wie das hier aussieht. Klappert auch. Und das trotz vierer Dämpfungspunkte. 1, 2, 3, 4. Die liegen jeweils hier an den Ecken auf, aber das scheint nicht ganz zu reichen. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich hatte das schon mal und nehme ein Stück Hanoband. Hanoband ist eigentlich ein Band, was hochkomprimiert ist. Also das ist vielleicht im Ursprungszustand ungefähr höchstens 2, 3 mm dick. Wenn man das aufmacht und aufklebt, dann entfaltet sich das. Das wird, glaube ich, im Fensterdämmungsbereich verwendet. Und ich werde das jetzt hier einfach mal aufsetzen. Natürlich muss ich da noch ein bisschen von abschneiden. Das gucken wir uns mal an. Und meine Idee ist, dass sich das so weit komprimieren lässt,
dass A, der Deckel zugeht und B, genügend Dämpfung vorhanden ist, dass das nicht mehr so klappert hat. So, das tippen wir jetzt da auf. Ihr könnt hier den Streifen sehen. Ja, es lässt sich auch noch abschließen. Test. Gehört? Nochmal. Perfekt. Also, ich brauche keine weiteren Klebepunkte. Alles gut. Was MobilSafe jetzt noch mitgeliefert hat, und das war bei dem alten Bürstner Safe auch schon der Fall, ist so eine Matte. Die passt genau hier oben drauf. Ich hatte die alte Matte im Safe liegen, damit da während der Fahrt nichts klappert. Aber während der Fahrt habe ich da ja relativ wenig drin liegen. Und das deckt das hier oben schön ab. Das heißt, der Beifahrer kann hier zum Beispiel irgendwas drauflegen, was dann weniger hin und her rutscht. Und so werden wir es auch machen. Und schauen wir uns doch mal schnell die Maße an. So, hier also zwei MacBook Air. Eins etwas älter, etwas größer. Eins aus der aktuellen Generation. Man sieht schon deutlich einen Unterschied. Und, ja, ich glaube, ich spinne. Also das muss ich euch mal hier zeigen an der Kamera. Ja, und da versagte das Umschalten der Frontkamera auf die Rückkamera. Ich zeige euch jetzt hier aus dem Urlaub, was ich für den Urlaub hier reingepackt habe in diesen großen Tresor. Das hier ist eine Laptop-Tasche für einen 13-Zoll-Laptop von meinem Arbeitgeber mit Tasche. Hier ist noch ein MacBook Air von meiner Frau und normalerweise hat mein MacBook Air hier auch noch Platz. Und dann noch ein riesen Portemonnaie, was meine Holde auch mitgeschleppt hat. Also das Ding ist mega. Wie gesagt, zur Not können da auch die Enkel die ersten 2-3 Jahre in dem Tresor übernachten. Kann man auch abschließen. Die werden nicht geklaut und man hat seine Ruhe. Ne? Also, ihr seht, das lohnt sich auf jeden Fall für den, der eine Menge mitzuschleppen hat. Also wir schauen mal. An der schmalsten Stelle oben haben wir hier 39 cm, an der breitesten fast 45, in der Diagonalen 43 cm. Das ist doch schon mal ordentlich. Und in der Tiefe geht rein alles bis ungefähr 11 cm. Und in der Höhe, sag ich mal grob, bis 25, 26 cm. In Litern dürft ihr das selber ausrechnen und das in die Kommentare schreiben. Gut, ja. Dann kurzes Fazit, einmal hier aufsetzen, verschließen. Das Update hat sich gelohnt. Vielen Dank an MobilSafe für die zur Verfügungstellung dieses wunderbaren Großraum-Safes. Relativ leicht montiert. Der einzige Nachteil ist, falls ihr das hier habt mit den Ketten, das funktioniert nicht mehr so ganz. Aber ich werde jetzt einen Spengler beauftragen, mir eine Lasche zu machen, die entsprechend lang ist. Die wird dann hier montiert. Dafür brauche ich nur die eine Schraube öffnen und fertig. Und ich bin zu einer Schlosserei gefahren, habe für einen Fünfer in die Kaffeekasse ein Stück Blech bekommen, habe das mit dem Dremel ausgeschnitten, das ist in etwa gleich dick, habe unten ein Loch reingebohrt und wenn wir ungefähr mal grob sehen, das passt hier rein. Hierfür braucht man auch nicht den kompletten Tresor abnehmen, sondern ich mache wirklich einfach nur die Schraube so weit locker, dass ich mit der Lasche dazwischen komme. Oh, mal gucken. Von der Länge her passt das schon mal. Das seht ihr hier oben. Einmal die Schraube bitte da durch. Den Zehner Maul nehmen und nochmal ran hier an den Schraubenkasten. So. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das alles lang genug ist. Versuch macht klug, Tür zu. Der Karabiner kommt ja sogar noch ein Stück höher und kommt näher an die Halterung des Gurts auf der B-Säule. Von daher ist die Kette auf jeden Fall lang genug. Im Gegenteil, sie ist sogar jetzt zu lang. Und für die, die mein Video gesehen haben darüber, über die Montage, wo ich moniert habe, kommt man da, kann man die Tür denn aufmachen, weil die Kette vielleicht ein bisschen zu lang ist und man mit der Hand durch die Tür kommt, wenn der Spalt auf ist. Ich blende das mal hier kurz ein, was ich meine. Da haben mir Leute geraten, nimm doch einfach den Karabiner und häng den im zweiten Glied ein.
nämlich so. Und damit kürze ich die Kette und somit habe ich weniger Abstand zur B-Säule und fertig ist die Laube. So, wir hängen das ein. Ich muss sagen, verkaufen würde ich diese selbstgeschnittene Blechlösung nicht, aber sie erfüllt hier ihren Zweck und wir wollen demnächst nach Frankreich und ich fühle mich in der Nacht einfach wohler, wenn ich weiß, ich habe einen Schutz davor, dass man mir die Tür aufreißt und ich das erst mitbekomme, wenn die Alarmanlage losgeht. Gut. Da ich den Karabiner an das zweite Kettenglied gemacht habe, war natürlich hier einiges sehr am Schlackern und verrutschte hier immer dieser Überzug über die Kettenglieder. Ich habe einfach ein bisschen Isolierband genommen, das alles festgetackert und jetzt klappert das auch nicht mehr so. Wenn das während der Fahrt hier drauf liegt, dann ist da auch Ruhe im Schiff und so kann man das Ganze noch ein bisschen einkürzen. Das war das Update mit dem Tresor. Ein Riesenteil. Ein Riesenteil sind auch die Fenstersicherungen von womosicherheit.de. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich hatte eine Kleinigkeit zu kritisieren und das zeige ich euch jetzt. Ihr werdet euch erinnern an diese Metallklammern, die für die Fenstersicherung hier drunter geschoben werden. Durch das Langloch ist dann das Fenster gesichert. Ich zeige das nochmal schnell. So, und das kann ich dann jetzt auf Lüften stellen und dann kriegt keiner das Fenster auf. Die Schraube hier oben wird ein bisschen festgezogen und sichert das Fenster letztendlich. Mein Mobil hat nach der Montage dieser Fenstersicherung einige Wochen gestanden. Es war auch ein bisschen wärmer. Und jetzt muss ich mal gucken, ob man das hier erkennen kann. Nein, eher nicht. Man muss mal das aufmachen. Ich habe dann bei der letzten Tour festgestellt, eine Einhandbedienung des Fensters ist ein wenig schwierig. Ich brauche also immer irgendwie zwei Hände. Wenn ich das jetzt aufmache, so, jetzt kriege ich es raus. Und jetzt seht ihr vielleicht, ich versuche mal ran zu zoomen, den Abdruck. Den Abdruck, genau hier, einen kreisrunden Abdruck. Und der Abdruck entsteht durch, ihr könnt das vielleicht hier erkennen, unter der Schraube ist ein, wie soll ich sagen, wie so eine Unterlegscheibe als Puffer aus einem Material, ja, was ein bisschen dämpfend wirkt. Und dieses Material klebt, ups, muss ich nochmal zurücksehen, klebt an der Klammer. Ich habe mit dem Dietmar telefoniert, der Hersteller dieser Fenstersicherung, und der sagt, etwas WD-40 drauf und dann klebt da nichts mehr. Und das machen wir jetzt mal. So sehen diese Dämpfungsunterlegscheiben von innen aus, also von der Seite, die auf den Klammern aufliegt. Und man sieht hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen kniesig. Das kann man wegkriegen mit dem Fingernagel. Da bleibt ein bisschen was hängen. Und da gebe ich jetzt mal WD-40 drauf. Bisschen wegtupfen. Ja, sieht jetzt wieder sauber aus. Ganz klar, nach einer Behandlung mit Öl sieht das so aus. Wieder auf die Schraube stecken. Und ab ins Fenster damit. Festmachen. Gut. So. Fenster ist zu. Wenn ich jetzt die Dinge abmachen will, einmal drehen, dann klebt nichts mehr. Also der Effekt wie vorher, wie frisch eingebaut. Und jetzt schauen wir mal, wie das die nächsten Tage und Wochen hält. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und hier ist das Update. Wir sind gerade in Frankreich unterwegs. Heute ist, glaube ich, der 18. Juli, Montag. Wir haben Temperaturen heute schon gesehen von 37 Grad. Morgen soll es noch mal 2-3 Grad wärmer werden. Wir stehen in Nordfrankreich.
und nutzen seit gut zweieinhalb Wochen die Fenstersicherung intensiv. Grundsätzlich, ich bin davon überzeugt und selbst meine Frau ist davon überzeugt, denn wir haben in Le Havre gestanden, in einer Gegend, wo ich sage, weiß ich nicht, könnte schief gehen. Und da haben wir die Fenstersicherung reingetan, die Fenster auf Lüften gestellt, alles super, passt. Übrigens, alle anderen Sicherungen haben wir natürlich auch eingehängt, also die Kette, alles in den Safe rein und so weiter. Allerdings das mit dem WD-40 und dem Einschmieren, das funktioniert nicht so wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass die Schrauben immer noch ein bisschen kleben. Deswegen habe ich die Unterlegscheiben umgedreht und das zeige ich euch jetzt. Und genau so sieht das aus. Jetzt ist natürlich die metallische Seite unten und diese Moosgummiseite nach oben, aber es ist einfach besser. Da pappt nichts mehr, das Blech flutscht rein und raus und das Fenster ist ruckzuck verschlossen oder geöffnet, wenn ich es komplett aufmachen will. Also gar kein Thema, ich stehe nach wie vor zu der Empfehlung, dass diese Fenstersicherungen eine gute Sache sind, um einfach ein beruhigendes Gefühl in der Nacht oder bei Abwesenheit zu erzeugen und trotzdem das Fenster auf Lüften stehen lassen zu können. Und natürlich, wenn es geschlossen ist, ist es auch ziemlich schwer zu knacken. Also, die Unterlegscheiben einfach umdrehen und dann flutscht das auch wieder. Der Tipp kam noch in dem ersten Video, wo ich die Fenstersicherung eingebaut habe. Das hänge ich euch hier rein. Ja, ihr wisst schon, irgendwo hier, ne? Ihr kennt das Spiel. Und zwar, damit man die nicht immer aufschieben muss auf die Rändelschraube, kann man die auflegen auf die, ja, was soll ich sagen, auf den Fensterrand und dort bleiben sie. Das habe ich auch gemacht mit folgendem Ergebnis. Plötzlich waren die Klammern weg. Eine habe ich wiedergefunden. Die hängt hier. Und die andere, ja, ist irgendwo hier in den Tiefen. Was war passiert? Ich nehme die mal ab. Der Tipp war, die hier einhängen zu lassen. Und wenn man dann das Rollo von innen hochzieht, so, dann sind, ihr seht das, das rutscht raus, dann hat es irgendwann diese Klammer verschluckt. Das ist uns dreimal passiert, zwei haben wir rausgefischt und hier am Seitenfenster der L-Sitzgruppe, ja, da müssen wir nochmal in den Tiefen fischen. Wir haben es schon gesehen, aber wir haben es noch nicht rausgeholt, weil uns bisher eine Klammer reicht. Deswegen leider diesen Tipp, den ich euch hier in dem Video beigebracht hatte, bitte nicht beherzigen. Ich muss das Video auch nochmal aktualisieren mit einem Untertitel. Also das kann ich nicht empfehlen. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr das habt, und schiebt das hier auf, wie ursprünglich angeboten, und dann sollte das auch reichen. Und trotzdem bleibt mein Gesamtfazit über die Fenstersicherung tipptopp. Mit ein paar Einschränkungen, aber ich fühle mich wesentlich sicherer. Also hier auf dem Campingplatz ist jetzt gerade wirklich nichts los. Wir haben nachts die Fenster auf, gar kein Thema. Aber wenn ich irgendwo stehe, so wie im Disneyland oder am Disneyland oder in Le Havre auf einem Platz, wo ich sage, da habe ich ein komisches Gefühl, damit lässt sich beruhigt schlafen. Da kommen wir doch zum nächsten Thema. Das mit den Fenstern haben wir nun auch hinbekommen. Bleibt noch der dritte Takt. Und zwar ist das eine neuartige AirTag-Halterung. Und was das genau ist, da lohnt sich das Unboxing anzuschauen. Ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, ein bisschen zusammengeschnitten, aber bleibt dran. Ist es auf jeden Fall, ja, erwähnenswert und sehenswert. Los geht's! So, dann schauen wir mal, was ich für ein Paket von Level 8 Brands bekommen habe. Ich habe das schon mal kurz aufgemacht und reingeschaut und habe gesagt, oh, das ist so schön verpackt, das gefällt mir, da mache ich ein Unboxing. Bin ich jetzt einer von diesen Millionen Unboxern? Mach das auf. Hallo, lieber Frank, vielen Dank, dass du mir die Chance gibst, dir mein selbst entwickeltes Produkt vorzustellen und so weiter. Und ich erhalte das genauso, als würde man das bei Amazon bestellen. Und bei der Verpackung ist darauf geachtet worden, dass möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Ja, das ist schön. Okay, gut. Also das gefällt mir schon mal. Das ist insgesamt recht klein. Das sind hier zwei Päckchen da drin. Der Rest ist
Papier. Ein bisschen Dämmung, das würde ich sagen, geht durch als nachhaltig. Es ist klein, das kostet nicht so viel Versand. Vielen Dank. Tag Plus Flex Holder. Gucken wir uns das mal an. So, jetzt haben wir natürlich hier Kunststoff. Ja, vielleicht muss ein bisschen Kunststoff sein. Schauen wir mal. Zack. Es fällt raus. Eine Schraube, eine Mutter. Der AirTag-Halter, den man wohl hier zuklappen kann und zuschrauben kann. Und ein Inbusschlüssel mit Torx. Kein Inbus, sondern ein Torx. Und eine kleine Montageanleitung. Aha. Okay. Montageanleitung. Schauen wir mal. Ein Gehäuse, ein Klebepad, ein Schlüssel, eine Torx-Schraube, eine Schraubenmutter. Drücke die Schraubenmutter von unten in das Gehäuse. Das machen wir. Yep. Klebeband montieren. Das möchte ich dann zu Hause machen. Ich bin im Moment unterwegs. Weiße Schutzfolie vom Klebepad abziehen. Ich tue das jetzt einfach mal so drauf. Gehäuse passt genau. Und dann aufs Klebepad drücken. Nachträglich lässt sich das nicht mehr korrigieren. Das wissen wir. Gut, also man kann es natürlich überall ranmachen. An Lastenkoffer, ans Lastenrad, an Koffer, an Kinderroller, Werkzeugkisten, Ski oder Snowboards. Wenn das dann mal da drauf ist. Tada, das ist der AirPod, der AirTag. AirPod ist gut. Dann wird das hier rein. Und dann schätze ich mal, wir haben noch die Mutter hier. Jo. Gut. Einmal da rein. Okay. So. Und dann haben wir natürlich jetzt hier das Gehäuse fest verschlossen. Das würde dann irgendwo entweder ans Wohnmobil geklebt, vielleicht an die Unterseite, wo man es nicht vermutet, wo man nicht rankommt. Oder an einem Paschier oder sonst wo. Oder vielleicht auch an mein Fahrrad. Ich muss mal gucken, das ist ein bisschen fast zu groß für mein normales kleines Fahrrad, aber schauen wir mal. Ich muss noch ein paar Sachen nachschieben zu diesem Tag Plus. Ein paar Informationen, die ich jetzt erst gefunden habe, nach dem Unboxing, was der Christian mir geschrieben hat. Das Gehäuse besteht also aus den Grundformen Kreis, damit der AirTag da reinpasst, und gleichseitiges Dreieck, was natürlich die Klebefläche vergrößert und somit auch vielleicht auf unebenen Flächen etwas besser hält. Oder man kann das auch unter den Sattel packen, vielleicht kann man es auch klemmen und ein bisschen verkleben. Also das ist natürlich nicht verkehrt. Schwarz, damit es nicht direkt so auffällt. Und es gibt auch eine kleine Lippe hier, mit dem das ein bisschen Spritzwasser oder Wasser geschützt ist, das Gehäuse. Es ist nicht ganz wasserdicht, muss es auch nicht, weil der AirTag ja selber wasserdicht ist. Gut, zur Mutter und zur Schraube ist vielleicht, zur Schraube ist vielleicht noch was zu sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mit dem herkömmlichen Torx kann man diese Schraube nicht öffnen. Also da hat jemand mitgedacht. Kompliment, Christian, sehr gut. Dann der 3M-Aufkleber. Ja, hochwertiger Aufkleber. Ich denke, 3M hat einen guten Ruf und wir wissen, dass die Dinge eigentlich kleben wie die Sau. Von minus 35 bis plus 90 Grad. Das sollte auch in Zeiten des Klimawandels so gerade reichen. Und ein GPS-Aufkleber. Natürlich sendet der AirTag kein GPS-Signal, das schreibt der Christian auch. Aber jeder kann damit ein bisschen was anfangen und sagen, da wird das überwacht. Könnte natürlich auch ein Hinweis drauf sein, das muss ich jetzt mal einfach nur einwenden, dass man als Dieb dann danach sucht, wo ist denn da was. Aber natürlich, den muss ich ja nicht aufkleben, ich kann ihn aber aufkleben, wenn ich das möchte. Oder vielleicht auch Fake-Aufkleber. Ich habe ja zwei AirTag-Halterungen bekommen und eine möchte ich am Fahrrad montieren. Habt es mir angeschaut, nicht gleich sichtbar, vielleicht im Schutzblech. Allerdings ist das wirklich schlecht. Also das Schutzblech ist wirklich sehr schmal. Wir haben den Reifen ausgebaut, da geht nichts. Aber am Kurbelgehäuse sollte was gehen. Das habe ich hier mal angehalten. Ein Blick von der Seite zeigt, ja, da sind noch ein paar Lücken dazwischen, aber im Großen und Ganzen passt das. Ich habe das eingebaut, abgezogen, draufgebappt und sitzt. Also es sitzt wirklich gut und ist eigentlich nicht so richtig auffällig. Jetzt wäre die Frage, wo können wir das noch anbringen, diese AirTag-Halterung?
Ja, ihr seht, ich stehe vor meinem Wohnmobil und ich habe ja schon einen AirTag hier verbaut, also versteckt irgendwo im Fahrzeug. Ich habe ja sogar den AirTag verbaut, wo ich den Lautsprecher rausgenommen habe, damit man den nicht zum Piepsen bringen kann, wenn man von einem fremden AirTag verfolgt wird. Ich verlinke euch das hier oben nochmal im Video. Und ich verbaue jetzt hier mit der AirTag-Halterung noch einen zweiten AirTag. Ja, das Ding ist umstritten. Mittlerweile kennen es auch viele. Aber ich mache das jetzt. Und wo verbaue ich das jetzt? Ich zeige es jetzt einfach. Ich meine, die Chance, dass genau der Dieb, der mein Wohnmobil stehlen möchte, dieses Video anschaut, naja, da kann ich auch dann Lotto spielen. Ich schalte mal die Kamera um und zeige euch, wo ich das ranpappen werde. Ja, der Motorraum Ducato 7. Ich habe mich jetzt entschieden für eine Variante. Geh mal bitte nach Hopsa, nach rechts, und zwar hier. Da ist es schön glatt. Da fällt es nicht direkt auf, wenn man die Motorhaube aufmachen sollte. Und mal schauen. Passt. Jetzt müssen wir noch kurz die Stelle reinigen, wo er hinkommt. Ich denke, da reicht einfach drüber reiben. Um sicher zu gehen, nimmt man vielleicht noch Waschbenzin. So, dann ziehen wir mal die Schutzfolie ab. Und hält. Bombenfest. Neuer Tag, neues T-Shirt und kurze neue Erkenntnisse zum AirTag-Halter. Wir sind jetzt ungefähr einige Stunden rumgefahren bei ziemlich warmen Temperaturen jetzt hier. Dieses zweite Juni-Wochenende war relativ warm in Bayern, knapp an die 30 Grad. Und ihr seht das hier hängen. Es rührt sich nichts. Also Motortemperatur, ich bin so mit 90 bis 100 durch die Gegend gefahren, um den Ammersee rum auf der Autobahn. Und hier ist nichts verschoben, der Kleber weicht nicht auf. Also wer Bedenken hatte, dass vielleicht diese AirTag-Halterung hier an diesem Luftsammler vielleicht dann doch irgendwann abrutscht. Ich glaube, der Sache können wir gelassen entgegensehen. Und wenn wir unser AirTag verlieren, dann wissen wir ja, wie wir es finden. Ende. Fazit. Das war's schon wieder für heute. Es ist ein bisschen ein Sammelsurium von einigen Videos, die ich in den letzten Wochen vorgedreht habe, aber jetzt erst zum Schneiden komme. Deswegen unterscheiden sich die Klamotten ab und zu. Wenn euch das gefallen hat, ich hätte hier und hier noch weitere Videoempfehlungen für euch. Bleibt mir am Kanal gewogen. Ich hoffe, dass ihr bald wieder reinschaut. Ich habe noch ein paar spannende Sachen in der Pipeline. Macht's gut. Alles Gute, der Frank. Ciao, servus.